Servus Leute und herzlich willkommen zurück. Wir landen auf Charlia. Hier bei Let's Play Mass Effect. Wir nehmen einmal Ash und einmal Garrus. Das sind irgendwie. Die sind irgendwie beide cool. So, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ein paar seltsame Meldungen gingen von diesem Planeten aus und ich bin gespannt, was diese beinhalten. So, wie auf jeder Planetenoberfläche, Freunde, haben wir hier drei so Hotspots. Einmal Trümmer, einmal eine Festung und einmal eine Anomalie. Ich würde ganz gerne zuerst die Trümmer untersuchen, dann zur Anomalie und dann zur Festung. Wir könnten auch sofort zurück zu Normandy, aber nein. So, wir fahren Stufe 1. Das heißt, wir können uns nicht allzu lange draußen aufhalten, falls wir das Marco verlassen sollten. Das Marco, Marco, glaube ich, sagt man. Ja, jetzt habe ich gar nicht mal so viel, obwohl wir eigentlich immer so viele Sequenzen haben, wo ich verdammt viel labern könnte, weil in den Labersequenzen will ich den Leuten einfach nicht dazwischen labern. Das nervt mich immer persönlich extrem, wenn die Leute sich unterhalten und der Let's Player labert immer drüber. So, und wehe, meine Technikfertigkeit ist jetzt zu gering, hey. Fange ich das Spiel nochmal neu als Soldat an, weil Techniker ist echt scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ah! Scheiße. Kurzschließen gescheitert, okay. Munitionsupgrade und Rüstungsupgrade. Muss ich halt mal ein bisschen was bei Gelegenheit zu Universalgel verarbeiten. Aber es gibt so gesehen eigentlich gar nicht viel anderes zu besprechen, Freunde. Wie ich ja schon mal in einer Folge erwähnt habe, ist ja der Ralf jetzt momentan etwas gehandicapt, da er erstens viel lernen muss und zweitens seine Weisheitszahn-OP, gut, die ist jetzt, wenn dieser Part rauskommt, schon lange vorbei. Aber er hat einfach viel zu tun für die Uni. Und deswegen versuche ich das jetzt aufzufüllen, indem ich gerade die drei Parallelprojekte laufen lasse, also Assassin's Creed, Mass Effect und Westeros. Weil ich mich da immer an diesen Zyklus zu verhalten suche, dass Westeros so gut wie es geht das Total War ersetzt. Das heißt also, jeden Tag versuche ich einen Westeros-Part rauszubringen. Ich weiß noch nicht, wie gut mir das bis jetzt, wo ihr diesen Part hier seht, gelungen ist, weil ich habe jetzt sehr viel Mass Effect dieses Wochenende. Also ich habe gestern angefangen, am Freitag aufzunehmen, habe da schon 10 Parts geschafft. Heute schaffe ich nochmal 10 Parts. Also das Mass Effect habe ich richtig Lust, deswegen wird da sehr, sehr viel im Voraus aufgenommen. So, wie sieht das aus? Ich bin vollkommen falsch gefahren. Aber hier ist ein bisschen angenehmer zu fahren. Hier gibt es nicht so hohe Gebirge. Ja, und deswegen bin ich da ein wenig, auch von der, auch arbeitstechnisch her, ein wenig eingespannt, also verzeiht, wenn mal ab und zu nichts kommen sollte. Wir können nur aus dem Marco aufsteigen, wenn er aus ebenem Terrain geparkt ist. So, eine Asari-Kapsel, Artefaktberg. Okay, das darf ich jetzt nicht verkacken. Oh oh. Matriarchen in Inschriften gefunden. Das lässt sich nicht bestimmen, wer hier gelebt hat, aber der Ort ist schon einige Zeit verlassen. Das Verhältnis in dem Zelt enthielt dem anderen Dingen auch eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Die, da haben wir doch schon was gefunden von der. Aber das gibt alles richtig gut Geld. Ich habe so das Gefühl, dass bei unserem nächsten Besuch auf der Citadel können wir uns diese Pistole da irgendwie für 36.000, 37.000 Credits leisten. Das ist jetzt sehr umständlich, was ich hier gerade zusammenfahre. Das kann jetzt fett schief gehen. Ist es aber nicht. Sehr gut. Hier ist nämlich noch irgendein ein Thorium-Vorkommen. Sehr schön. Suchen wir mal nach Mineralien. Ja, genau so sucht man heute nach Mineralien. Großes Thorium-Vorkommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist alles richtig fett Kohle. So, jetzt schauen wir uns mal diese Festung an, was es mit der auf sich hat. Das will ich definitiv jetzt rausfinden. Ah, da hinten kann man sie schon sehen. Okay. Also
Wenn man hier über unebenes Gelände fährt, dann ist Marco echt scheiße. Lustigerweise gibt es hier nur immer Berge und Ebene. Und die Ebene hat unterschiedliche Texturen. Aber Bäume oder andere Vegetation, Fauna, Flora oder sowas gibt es hier nie. Da haben sie dann wieder dran gespart. Aber gut, wie gesagt. Diese Missionen, die fallen ja dann ab dem zweiten Teil von Mass Effect weg. Deswegen... Oh, da war ganz schön viele Feinde. Ein Piraten-Scharfschütze. Nicht cool. Deswegen möchte ich da so viel wie möglich davon mitnehmen, solange es eben diese Mission noch gibt. Schwächlicher Narr. So. Dann schauen wir doch mal rein, was es hier gibt. Los, los, los! Ich glaube, diese Piraten sind nicht zum Plaudern aufgelegt. Ich schicke die beiden mal vor. Ich bin dran! Los, los, los! Oh. Garrus ist schon down. Deckung. Tschüss. Time to say goodbye. Okay, diese Piraten gehen aber ganz schön ab, hä? Ganz ruhig bleiben. Eine Asari-Sklavenjägerin mit sehr viel Schilden. Die werden wir jetzt gleich mal außer Kraft setzen. Und zwar so. Haha! Ein großer Sieg für das Reich. Scheiße. Fuck, und wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Oder wann war der letzte Quicksave? Wahrscheinlich, wo ich da rein bin, oder? Nein, auf der Planetenoberfläche, oder? Ist jetzt nicht dein Ernst? Okay, Freunde, ich hole euch wieder hinzu, sobald ich soweit bin. Es tut mir jetzt wirklich unendlich leid, aber... Ja, ich hole euch wieder hinzu, sobald ich da nochmal drin bin. Zum Kotzen, ey, dass der da kein Quicksave gemacht hat. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Mass Effect. Ja, den Planeten zu erkunden hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe mich jetzt auch gleich hier schon mal um die Typen gekümmert. Ich glaube, ein oder zwei Gurken hier noch rum. Aber das dürfen sie ruhig. Die lassen sich ja recht leicht aus dem Weg räumen. So, ein Upgrade-Kit. Eine Granada war da noch drinnen. Kraftstofftank, okay, den könnte man kaputt schießen. Schauen wir mal, was es hier noch Schönes gibt. Weil wenn wir schon mal hier sind, dann sahnen wir auch gleich richtig ab hier. Medizinische Station. Und zack. Oh, mittelschwer Mensch und schwer Kroganer. Nehmen wir mal alles mit.
So. Nehmen wir mal hier alles mit. Ist das jetzt warm mit den Gegnern oder hat da noch mehrere Sinn? Das weiß man hier nie so recht, aber es ist safen kann ich, glaube ich. Dann mache ich das lieber mal, bevor uns hier alles um die Ohren fliegt. Okay. Gut, 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 gut. So, ich glaube, Garrus spendiere ich mal eine Heilung. Medigel kriegt man hier im Prinzip eigentlich eh genug. Also ich habe da noch nie einen Mangel eigentlich gehabt daran. Vor allem hat das ja eh so einen ewigen Cooldown. Natürlich die Chiffrierung-Fertigkeit zu kriegen. Aber wartet mal, wir sind ja eine Stufe aufgestiegen. Hacken freigeschaltet. Nice. So, jetzt geht's. Ne, immer noch zu gering. Natürlich. Tisch untersuchen. Sie haben jetzt Beweise dafür, dass die asarische Sklavenjägeranführerin und Nassana Dantius, eine bedeutende Botschafterin auf der Citadel, Schwestern sind. Sollten zum Präsidium zurückkehren und Nassana mit diesen Fakten konfrontieren. Eieiei. Natürlich. Das nervt mich. Also, jetzt skill ich das schon alles wie bekloppt, weißt du, und dann kann ich es trotzdem nicht mitnehmen. Es have no sense of style, no elan, no manufacture, nor decent food, no attractive women. Jawohl, wenn ihr euch jetzt fragt, wo ich das her habe, das ist aus Medieval 2, die Generalsansprache eines französischen Generals auf Englisch. Ziemlich witzig. Vorher hatte ich übrigens einen Bug, als ich hierher gefahren bin, wurde das Objekt hier nicht angezeigt, also das Gebäude. Da habe ich mich einfach hier hingestellt mit Marco und habe einfach gespeichert und geladen und dann war alles da. Ziemlich witzig. Zurück zur Normandy. Wir haben alles gefunden, was wir hätten finden können. So, Karte der Galaxis. So, damit haben wir Mazedon, glaube ich, auch abgeschlossen. Genau, das war Mazedon. Waren wir doch im Artemis-Tau-Cluster. Mazedon. So. Zurück zur Citadel. Also im Exodus-Cluster waren wir im Hawking. Also das ist das Exodus-Cluster im Hawking Eater. Waren wir? Das ist das hier oben. Die Frage ist jetzt, wie arbeiten wir uns weiter vor? Hades Gamma zuerst oder Argus Ro zuerst? Oder hier oben erstmal? Nehme ich erstmal den Kepler-Randsektor. Kepler-Randsektor. Gut, auf geht's. Da gibt's nur Newton, okay. Bis jetzt zumindest. Das kann sich ja später noch ändern, oder? Ist hier hinten noch irgendwo was? Nö. Ich will erst das Massenportal anfliegen. Jetzt kommen wir da ja nicht rüber. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Oh, okay. Ich erhielt einige Informationen, die Sie gewiss interessieren werden, Commander. Jemand bringt frühere Allianzwissenschaftler um. Oh. Es hat im letzten Monat 4 Todesfälle gegeben. Ich kümmere mich gern darum, Admiral. Was können Sie mir darüber sagen? Wir haben eine Verbindung gefunden zwischen den Wissenschaftlern und Ihnen. Sie haben alle vor einigen Jahren an einem Geheimprojekt gearbeitet, auf Akuse. Akuse? Ich habe dort meine ganze Einheit verloren. Wollen Sie andeuten, dass diese Wissenschaftler etwas damit zu tun hatten? Ich bekomme allerdings keine Informationen darüber, woran Sie gearbeitet haben. Alle Projektdaten stehen unter Verschluss. Commander... Shepard, was Sie damit anfangen, liegt ganz bei Ihnen. Ich dachte nur, dass Sie es wissen sollten. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt. Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. 5. Flotte Ende. So, hier gibt es nur 4 Planeten. Fangen wir mal mit Junkro an. So, ein typischer Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Gasvorkommen entdeckt. Mal Sesmose. Sorry. Ja, fast 24 Stunden.
aber 272 Erdjahre. Ein Eisplanet. Glencori. Ein Fels- und Eisplanet mit einer Atmosphäre aus Chlor und Argon. Ja. Matriarchen-Inschriften gefunden. Im Skin des Planeten Glencori haben sie das Cockpit eines Volus-Handelsschiffes gefunden. Der Rest des Schiffes konnte nicht geortet werden, aber das Bergungsteam fand in den Wrackstück eine der Schriften der Matriarchin Dilinaga. Dilinaga. So, und das hier wird Onarum oder, nee, Ontarum ist der Planet, den wir suchen. Okay. Obgleich Ontarums Oberfläche unangenehm heiß ist, manche seiner Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre und seine vielen seichten Meere ihn zu einem idealen Kandidaten für die Kolonialisierung durch die meisten bekannten Völker. Nach der Vereinigung des Systems ist leider allmählich der Mond Tonal als instabil geworden. Durch seine Nähe setzt eine Schwerkraftkoppelung ein und bei seiner Kreuzung durch das Magnetfeld Unaturms werden zudem kräftige Gewitterstürme verursacht. Einige haben den Einsatz von Masseneffektantrieben angeregt, um den Mond leichter zu machen und seinen Orbit zu korrigieren, aber angesichts des Ausmaßes eines solchen Projektes Zehntausende dieser Antriebe, die so viel kosten, dass die Regierung sämtlicher Citadel-Völker in den finanziellen Ruin treiben würde, erweist sich diese Idee als Hirngespinst. In einer vieler Völker umfassten Aktionen bemüht man sich, die einzigartige genetische Vielfalt Ontarums pulsierender junger Biosphäre zu katalogisieren und zu bewahren. Die Allianz wird bei diesem Unterfangen von Exogeny und Hyan Genomics vertreten. Orbitalperiode 1,2 Jahre, Radius 6443 Kilometer, 39,1 Erdstunden Tageszeit, Atmosphärendruck 0,79 und 58 Grad Celsius Oberflächentemperatur. Die perfekten Bedingungen zum Urlaub machen für uns. Aber leider erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, tut mir leid.